Lasst uns heute über Squalan sprechen. Viel Spaß! Squalan kommt natürlich in unserer Haut vor. Mit ca. 15% ist es ein Hauptbestandteil unseres Hauttalgs. Es fühlt sich seidig weich an. Es bewahrt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und verhindert das Oxidieren hauteigener Fette. Es lässt sich super verteilen und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Es macht das Einziehverhalten von Kosmetik besser und transportiert Wirkstoffe. Squalan ist ein durchsichtiges, völlig geruchsneutrales Öl. Squalan wird normalerweise aus Oliven gewonnen, aus Zuckerrohr ist es nachhaltiger. Es ist bei weitem aber nicht so fettig wie Olivenöl selbst. Früher wurde Squalan aus Haifischleber hergestellt. Daher kommt auch der Name, denn Squalus heißt auf Lateinisch Haifisch. Squalan pflanzlichen Ursprungs wird Phytosqualan genannt und ist 100%ig vegan. Squalan ist ein Antioxidant, das vor freien Radikalen schützt, die sogar in molekularen Sauerstoff umgewandelt werden. Squalan als Inhaltsstoff zaubert ein seidig weiches Hautgefühl, ohne einen fettigen Film zu hinterlassen. In den INCI-Bezeichnungen heißt unser Stoff Squalane. Da unser Körper Squalan kennt, ist es hochverträglich und es ist fast unmöglich, eine Allergie zu entwickeln. Squalan ist aus chemischer Sicht kein Öl, sondern ein Alkan. Seine physikalischen Eigenschaften ähneln aber Öl. Squalan eignet sich hervorragend für die Haarpflege, da es nicht rückfettend wirkt. In der Schwangerschaft eignet sich Squalan hervorragend, da es den Feuchtigkeitsgehalt der Haut steigert und somit die Dehnbarkeit und Elastizität fördert. Daher ist Squalan auch in der Babypflege geeignet, da es als Hauptbestandteil keinerlei Allergien auslösen kann. Ich finde das Thema Squalan einfach total interessant und wusste das selber nicht, dass wenn man das anwendet, eben, dass eben Wirkstoffe besser in die Haut eindringen kann. Ich habe mein Squalan jetzt von Face Theory. Ich werde dir das auf jeden Fall mal unten verlinken. Du guckst in die Infobox rein. Es gibt aber auch eins von Bayer & Söhne und meine Info stammt heute tatsächlich wieder von Bayer & Söhne, weil die einfach die besten Informationen bereitstellen. Einfach zu lesen, so dass wir Laien eben auch verstehen. Und von Bayer & Söhne gibt es eben auch ein Produkt, also auch ein Squalan. Das findet ihr aber dann über den Artikel. Face Theory werde ich euch unten mal in der Infobox verlinken. Und das Produkt ist einfach richtig toll und ist tatsächlich ziemlich flüssig. Also ist mir schon gleich am Anfang aufgefallen, das ist jetzt nicht so von der Fließfähigkeit her wie normales Öl, sondern es ist ein bisschen flüssiger. Und schon als ich das zum ersten Mal aufgetragen habe, habe ich schon gemerkt, so, das macht so eine richtig seidige Haut. Und ich habe es meiner Mutter mal gegeben, weil die trockene, graue Haare hatte. Ich kann es in meinen Haaren nicht anwenden, weil ich das Gegenteil von trockenen Haaren habe. Aber die hat sofort so ein richtig schönes, welliges Haar bekommen davon. Das fand ich total interessant. Also in der Haarpflege kann man es eben auch anwenden und in der Hautpflege sowieso. Und wenn ich mal wieder längere Haare habe, dann werde ich es auch mal mit Spitzenpflege einfach versuchen, weil es fettet halt so gut wie gar nicht nach. Das ist total interessant. Und ich habe jetzt ein bisschen was über 20 Euro bezahlt, aber ich habe auch 100 Milliliter. Das von Bayer & Söhne hat, glaube ich, nur 50 Milliliter, was vielleicht auch ein bisschen geschickter ist, weil viel muss man eben auch aufbrauchen. Und ich lagere mein Squalan im Kühlschrank, weil es dann doch eher zum Oxidieren neigt. Und Kühlschrank, also im dunklen Kühlschrank, ist es halt einfach besser aufgehoben. Ist für mich auch was Besonderes. Früher habe ich nie Kosmetik in den Kühlschrank gepackt, aber da gehört es einfach hin. Kennt ihr Squalan? Gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.